Willkommen zu einem neuen Teil GTA Online Action und heute haben wir mal ein Motorradparcours Level Asian Style. Zumindest keine Übersetzung und jo, mal schauen, ob wir den bewältigen können. Normal sind ja die Asian Parcours immer recht schwierig. Und dann schauen wir gleich mal. Hier geht's erstmal die Rampe hoch. Ich hoffe mal, dass man nicht gleiten muss. Oh, 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 oh. Ah, wir haben den Punkt bekommen, ein Glück. Und gestorben, egal, wir haben den Punkt. Das ist das Wichtigste. So, jetzt geht's ja weiter nach oben. Ich weiß, es ist gar kein Asian Parcours, aber es ist halt ein Parcours, der Asian-mäßig sein soll. So stand es zumindest in der Beschreibung. Ah. Wenn es nur so weitergeht, dann ist es nicht so schwer. Aber schon. Ist noch nichts zu früh sagen. Nicht, dass da noch was Schwieriges kommt. Oh, ficken! Mann, Mann, Mann. So, das hätten wir auch. Oh, bitte nicht sterben. Ah, Glück gehabt. So, da brauchen wir nicht so viel Speed. Nächsten Checkpoint haben wir. Oh, jetzt musste man da echt schaffen. Und wo ist denn der Punkt? Lol, down. Wie soll man das denn bitte überleben, ey? Muss man komplett reinfliegen in den Punkt. Das überlebt man das nicht. Mal. Mal schaut es nicht so schlecht aus. Jawohl. Und sogar überlebt. Oh. Ja, geschafft. Auch wieder nur runter jumpen. Ach, als ob man bei so einem Jump dann schon stirbt, oder was? GTA-Logik. So, nächste Rampe wieder nach oben. So, nicht wenn der Punkt da üben irgendwo. Ach, lol. Nö. Was ist denn das für eine Fahrschule? So soll man da hochfahren, wenn der Punkt unten ist? Ja, der fahrt die Rampe da hoch. Bindet oder so. Jump. Hammer, jawohl. Da vorne ist dann auch schon das Ziel, also doch nicht so schwer. Ich glaube, ach, machen wir dann noch eine etwas schwierigere Level Asian Parcours Map. Oh, wo ist denn da der Punkt? Ach, der ist auch wieder auf der Straße. Na gut. So. Einfach nur runter droppen. Was ist denn das für eine scheiß Kante da jetzt, ey? Ja, jetzt reicht's nicht, das war mir schon klar. Mann, Mann, Mann. Jetzt wieder die komische Kante da drüber fahren. Ja, diesmal ist es zum Glück gereicht vom Speed her. Langsam einfach jetzt da oben runter droppen lassen. Oh, einfach so drunter. Boah, es wird schon wieder zu weit. Ah, ich hab's diesmal überlebt, ein Glück. Schau, ob man hier hochkommt. Jawohl. Klappt. Und dann ist da das Ziel. Ist auf dem Teil oder hinter dem Teil? Dann sehen wir uns gleich bei der zweiten Map wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Jetzt haben wir, wie versprochen, eine Asian Map mit einem T20. Und mal schauen, ob diese jetzt mal ein bisschen schwieriger ist. Ich hoffe mal nicht, dass er allzu schwierig ist. So, da geht's los. Da vorne sieht man schon gleich mal einen Wallride. Streckt sich doch ganz schön lange aus. Na, mal schauen.
Oh. Immer höher gehen muss, okay. Next try, boah. Okay, oh. Ah, fuck. War ein geiles Teil. Muss man den Speed noch ein bisschen. Ja, braucht mir ein bisschen mehr Speed auf jeden Fall. Oh Gott, Alter, was war das denn für eine scheiß Auffahrt? Mal ein bisschen Speed holen. Sollte schon reich eigentlich. So. Ist nicht wieder in den Container so dreckig ranfahren oder so? Boah, was ist denn das? Alter. Boah, dieser Radio, ey. Wie viele Punkte haben wir denn? 14, also. Nicht allzu lang. Also, wir müssen erstmal den Voyage schaffen. Das Ding ist, dass man da hinten immer so viel Grip verliert, ist unglaublich. Boah, diese Musik, ey. Oh Gott, ey. Boah, der Flip war jetzt auf jeden Fall auch Premium. Okay. Oh, fuck off. Gibt's doch nicht. Jawohl, endlich haben wir nicht geschafft. Oder jetzt nochmal Zeit, denn so schwer war der eigentlich nicht. Wir fahren jetzt mal links rum hier, würde ich sagen. Bei der Stadt hier. Rüber. So, dann geradeaus hier nur noch. Geht's hier in die Röhre nach oben? Links oder rechts? Links. Oder rechts? Boah, geiles Teil. Boah, mega geiles Teil. Auch wenn es automatisch war, aber das Teil war trotzdem an sich mega geil. Respekt an den Mapperbauer. Geiles Ding. Ich hab noch was kommt, da jetzt erstmal nur die Röhre entlang fahren. So. Da jetzt wieder runter. Nicht zu viel Speed. So. Ah gut, da war ein Airbremser. Bowlingkugel nehmen wir mit. Fußball. Und. Zack. Ups. Jetzt halten wir das jetzt. Ich würde sagen, wir fahren mal rechts hier. Aber auch die richtige Entscheidung. Oh, fuck, da war glaube ich. Warte, was ist das jetzt hier? War das so gewollt? Ich glaube nicht, dass es so gewollt war. Man hätte da unten irgendwie reingeflippt werden müssen. Das ist wieder so ein automatisches Teil. Ah, okay. Muss wahrscheinlich auf der linken Seite dann rein. Okay, das funktioniert jetzt gerade nicht so gut.
Vielleicht darf man nicht ganz unten fahren oder so. Hä, aber man muss ja da nicht hin. Man müsste da links rein eben und dann fliegt man da rein. Oh, jetzt sind wir zu weit nach rechts auf einmal gegangen. Scheiße. Vielleicht muss so irgendwie reinfahren oder so. Nicht, dass das funktioniert. Echter Versuch. Was ist das denn? So fliegt der auf einmal so rum? Man muss irgendwie ganz an die Wand links raus. Jetzt klappt's nicht. Das war nicht so ganz, wie man das beeinflussen kann. Ja, diesmal schaut's, glaube ich, ganz gut aus. Jawohl. Wenn wir jetzt diesen Zaun hier durchfahren. Jetzt wäre das jetzt irgendwie. Gut, da würde ich sagen, laufe ich kurz einfach in den Punkt rein. Bevor ich da jetzt nochmal neu runterfahren muss, alles. So. Dann sind wir auch gleich schon im Ziel. Als deutlich was länger gedauert, wegen dem zweiten Jump hier vor allem. Weil es nicht so ganz funktioniert hat. Ah, der erste Teil war echt schon mega geil. Also. Kann ich nur empfehlen, die Map. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, lasst gerne Like und Abo da und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Map bald wieder. Haut rein!